Ich grüße euch, Freunde. Willkommen zurück bei Grounded und mein letztes Video zu Grounded. Da wollte ich euch nochmal zeigen. Mein Haus, das habe ich natürlich hier fast in der Mitte der Karte errichtet, hier an den Stadt, an dem, naja, an den Holzflock, an dem ersten Labor, in dem eingezäunten Bereich hier, hier vorne an den Stein. Hier sind wir. Das ist mein Haus. Schon mal so von außen. Ja, dann gehen wir mal rein. So, als erstes die Nummer erste Mauer, eine Verteidigungsmauer. Danach kommt, falls durchbrechen sollten, erstmal Stacheln, dann ein Palisadenzaun als zweiten Sicherung. Und ja, dann gehen wir natürlich erstmal hier so mal ein bisschen rum. Dann haben wir hier natürlich Schwadenausstoßer. Ja, ich habe auch drei Eingänge, hier vorne ein, links ein und rechts ein. Ja, das ist der Eingang zu meinem, na, ich habe hier einen größeren Turm. Einmal eine Treppe für Wasser, natürlich ein paar Larven. In den Turm ist hier natürlich meine Toilette. Sag ich jetzt mal so, wo ich mich wegteleportieren kann. Ja, dann gehen wir erstmal auf den ersten Turm jetzt hier. So. Auf den ersten Turm haben wir hier natürlich Geschosse, ein Eichelgeschütz. Natürlich auf den anderen Turm das gleiche. Was mit dem Turm auf sich hat, werde ich euch noch zeigen. Ja, dann haben wir hier natürlich ein Haustier, Haus, Ameisenbaby, Feuerameisen, nochmal Ameisenbaby. Meine, die ich mitnehme, ist die schwarze Ameise. Dann habe ich hier natürlich halt ein kleines Basketballfeld, hier Tausammler. Hier ist natürlich nichts, hier ist natürlich das gleiche. Auch nochmal gespickt mit Fallen. So, dann es wird die Rolle dunkel, gehen wir rein. Ja, ich kann es mal draußen bleiben. Hier die Schmieden von Mordor, nein, Spinnenräder und Püriergeräte, Forstinator. Hier meinten ein paar Truhen hier halt für die Sachen, die wir hier haben. Ein paar Dürrgestelle. Hier Leimstampfer, ein bisschen was zum zum Lagern. Ja, hier drinnen laufen auch meistens viele Läuse nur rum, die kannst du einfach gut jagen und wenn du nicht brauchst, pack mal ein frische Lager einfach rein. Ein Mantis kommt. Ja, verschiedene Köpfe. Dann gehen wir in die nächste Etage. Hier befindet sich eigentlich nur mein Lager. Hier findet man alles, was man jetzt so wirklich so ein bisschen geordnet hat, gebraucht, hier irgendwie hergestellten Sachen. Zimtstücke, besondere Stücke. Hier hinten die Kiste ist eigentlich hier nur für Spieldurchlauf. Die Truhen sind hier nur für Insektenteile. Das sind hier nur Ameisenteile. Das sind Spinnenteile. Grasteile. Holzteile. Meine ganzen Anhänger, die ich gefunden habe. Meine ganzen Waffen, die ich jetzt hier nicht mehr so oft brauche. Ja, und hier geht es natürlich auch raus von meiner Veranda. Ja, auch noch mal hier ein bisschen, ja, schön gestaltet, sage ich mal, versucht schön zu gestalten. Mit Hängematte, mit einem Keuschuppen Sessel zum Sessel hin. Er zeigt ungefähr Richtung infizierter Brutmutter. Oh, kleine Springbrunnen hier, falls man was trinken will. Ja, man bräuchte den halt nicht. Und dann kommt man jetzt zu meinem Hauptraum. Also Schlafzimmer, sage ich jetzt mal, mit Blütenbett, Sesseln, einen kleinen Whirlpool zum Entspannen nach vielen Ameisen töten, sage ich mal. Meine ganzen Rüstungen. Ja, meine Waffen, die mir gute Dienste erwiesen haben in verschiedenen Schlachten.
Ja. Dazu kommen wir hier nach den ganz oben. Es ist hier noch mein Lager unterm Dach, also mit Stängeln und Grasblättern. So, wenn ihr euch fragt, was er mit dem Turm auf sich hat. Der Turm, hier haben wir auch noch mal ein Eichengeschütz mit Truhe. Der Turm ist dafür da, dass wir. Gerade am Anfang hatten wir ja noch den Teleporti nicht. Dass ich jetzt hier wirklich überall hin kann. Also jeden Fähnchen. Einer führt zur Hecke. Einer führt hinten den Mülleimer. Einer direkt an Sandkasten. Einer zum. Ja. Zum Grill. Hier hinten habe ich noch kein Handyboot gehabt, weil da hinten fahre ich jetzt nicht so oft hin. Dann natürlich einen unteren Stuhl. Dann ein eigentlich, warum ist da eigentlich kein Fähnchen mehr? Haben sie schon kaputt gemacht beim Angriff. Ein, auch der Teleporti führt dahin. Zur Kaffeemaschine. Und ein ungefähr zwischen Moldorg und großen Gebiet. Da habt ihr hier die ganzen Ziplines. So kommt man von schnell von A nach B. Ja, und ich will euch natürlich auch noch zeigen, wie meine Verteidigung da drüben aussah. Es ist eigentlich nicht so, sagen wir mal, nicht so spektakulär, aber ich zeige es euch trotzdem, falls mal einer sagt, ja, da brauche ich auch noch ein bisschen Ideen, wie man das macht, die verteidigen, die Röhren. Ja. War an sich, ja, ein Haus. Hat auch so viel nie abgekriegt, also wirklich, außer jetzt von den fliegenden Viechern. Die gingen mir ein bisschen auf den Sack. Und dass hier halt öfters mal Mücken spawnen. Das ist natürlich auch ein bisschen, und natürlich, wenn die Wespen heißt, dass da auch da Wespen hier spawnen. Also das ist ein bisschen nervig, aber machbar. So, wie ich schon gesagt habe, ich wollte euch mal meine Verteidigung hier zeigen. Hier ist mein Klo. Und ja, das war hier noch vor dem Kampf. So sehen meine Gebäude draußen aus. Ja, man muss einfach hier, wenn man reinkommen will, macht man ja einmal nur einmal im Spieldurchlauf. Es sind drei Wände, eine Tür, also drei Wände mit natürlich Zwischenwänden noch drinnen, so dass falls größere Angriffe kommen, wirklich hier die ein bisschen länger brauchen. Natürlich das gleiche bei jedem. Eine Treppe bis zu ganz oben hin. Oh, hier ist das kaputt. Eine Treppe bis zu ganz oben. So kannst du natürlich gleich von oben gucken, wo irgendwelche Viecher kommen. Das ist meine Verteidigung für die große Armee. Hier hinten kommt keiner mehr lang eigentlich. Ja, hat auch ein bisschen gedauert, das alles zu bauen. Aber so war meine Verteidigung jedenfalls. So, jetzt sind wir natürlich am Ende angelangt. Drei Spieldurchläufe, also insgesamt eigentlich vier. Einmal der erste und dann natürlich dreimal durch den Toaster gegangen. Es wird jetzt auch Zeit für mich, das Spiel eigentlich zu beenden. Vorerst, es kann natürlich sein, dass noch irgendwelche Upgrades kommen oder sonst was. Ja. Hat Spaß gemacht, war mal was anderes. Insgesamt werden wir gleich sehen, was ich natürlich alles, wie viel ich umgebracht habe und was natürlich alles dazu noch gehört, wie viele Tage ich gebraucht habe für das ganze Kram. Naja. Den letzten Spieldurchlauf habe ich natürlich jetzt hier nicht, die Mutterspinne habe ich nicht umgebracht, gemacht und natürlich nicht, die Mixer erledigt, weil, naja. War jetzt nicht so unbedingt nötig. Das überspringen wir mal, das kennen wir ja alle. So, gucken wir mal. Übersprungen. Ja, ich hatte eigentlich nur einen Charakter die ganze Zeit. Gartenzeit waren knappe 383 Tage, 14.800
getötete Kreaturen, ja, summiert sich halt, ja. Ich glaube, davon waren knappe 8000 nur Ameisen. Naja, 260 Tote, das waren meistens wirklich die ersten Tage. Perfekte Blöcke, naja. Gras geerntet macht auch nicht mehr so viele. War echt ein lustiges Spiel. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.